Deutschlandfunk, Sternzeit. 10. Dezember. Ein Felsbrocken bringt Betai Geuze zum Verlöschen. In der Nacht zum kommenden Dienstag könnte Betai Geuze, die linke Schulter des Orion, für einige Sekunden verschwinden. Dann zieht der Asteroid Leona genau vor dem Stern entlang und blockiert dessen Licht. Dieses Schauspiel ist allerdings nur in einem rund 50 Kilometer breiten Streifen zu verfolgen, der sich von Griechenland über Süditalien und Südspanien erstreckt. Das Sternbild Orion steht gegen 1.15 Uhr hoch am Himmel und könnte für kurze Zeit sehr merkwürdig aussehen. Allerdings ist etwas unklar, was genau passiert. Zwar wurde der Kleinplanet schon Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, dennoch ist über ihn kaum etwas bekannt. Beim Durchmesser schwanken die Schätzungen zwischen 50 und 80 Kilometern. Von der Größe des Brockens hängt aber ab, wie lange die Bedeckung von Betai Geuze dauert und wie stark sie ist. Denn Betai Geuze ist ein Riesenstern. An der Stelle der Sonne würde er über die Jupiterbahn hinausreichen. Womöglich ist Leona nicht groß genug, um den Stern komplett abzudecken. Es könnte sein, dass Betai Geuze nur deutlich schwächer wird, aber während der ganzen Bedeckung sichtbar bleibt. Weil Leona sich recht schnell durch das Sonnensystem bewegt, dauert die Bedeckung maximal 12 Sekunden. Aber für diese Zeit stimmt die Perspektive, sodass ein kosmisch gesehen winzig kleiner Felsbrocken im Vordergrund den Blick auf einen der größten Sterne der Milchstraße blockiert. Einige Astrofans fahren in den möglichen Bedeckungsstreifen und hoffen dabei zu sein, wenn Leona Betai Geuze ausknipst.